Über meinen Beruf gibt es, und Sarj Yoga gibt es sicher ganz, ganz viel auch zu erzählen. Ein künstlerischer Beruf ist immer Streben nach Wahrheit. Und wenn du dich da weiter bewegst, willst du immer mehr Wahrheit. Irgendwann geht es gar nicht anders, wenn du da wirklich auf der Suche bist, zu einem Kern vorzudringen, der dann der Spirit ist. Und ich hatte ganz einfach das Glück und die Gnade, da hinzukommen. Mein Beruf war auch für mich immer wahnsinnig viel Angst. Also gerade in der Ausbildung hatte ich unendlich viel Angst und musste mich überwinden, da rauszugehen und etwas von mir preiszugeben, etwas zu tun. Ich war eigentlich unter ständiger Beobachtung, wie das bewertet wird. Es war auch ein Suchen nach oder ein Schreien nach Zuwendung, nach Anerkennung, nach Liebe vom Publikum oder vom Regisseur oder von den Kollegen. Also es war eigentlich auch da, um irgendein Vakuum, das da in mir war, eine Leere aufzufüllen. Nach 10 Jahren im Beruf, nachdem ich doch sowas wie eine kleine Karriere gemacht hatte, ich war im Volkstheater, war dort gut besetzt und hatte gute Rollen, war ich aber todunglücklich. Eigentlich verzweifelt, weil das Theater mir das, was ich mir davon versprochen hatte, das nicht gegeben hatte. Keine gemeinsame Arbeit, keine Arbeit, die einen weiterbringt, die auf wesentliche Fragen, wenn auch keine Antworten, so doch ehrliche Fragen stellen kann. Es war wirklich viel Schein, viel Konkurrenzkampf, viel Druck und viel Knochenarbeit. Zu der Zeit, wo ich meine Selbstverwirklichung bekommen habe, war das extrem. Ich war eigentlich todunglücklich. Danach habe ich Schritt für Schritt wieder herausgefunden, worum es eigentlich geht. Nämlich Freude. Freude zu empfinden und Freude zu geben. Und Freude ist Ausdruck von Wahrheit. Und das kann ich in guter Literatur immer finden. Es war ganz einfach extrem spannend. Am Anfang von Sarj Yoga kam der Gunther Turner auf mich zu und hat gesagt: Komm, du bist Schauspieler, ich bin Bühnenbildner, wurscht, wir machen eine Lesung. Ich hatte bis dahin nicht so viele Lesungen gemacht. Und diese Lesung, wir haben uns Texte von Tagore ausgesucht. Ich glaube, es war hauptsächlich Tagore in einer Bücherei in der Schwarzspanierstraße. Es war witzig, da gibt es Bilder, da sitzen wir und genau hinter unseren Köpfen ist irgendein Hitlerbuch. Also ganz, ganz, ganz klar mit diesem Konterfei dieses Dämons. Ich war so aufgeregt, hatte so Angst und in dem Moment waren dann auch wieder die Vibrationen. Das Kühle so stark, in dem Moment, wo ich begonnen habe zu lesen, gab es ganz einfach nur mehr nicht, wie ich das sage, oder, sondern nur mehr was. Was drückt dieser begnadete Dichter aus? Die Suche nach Gott, das Finden des Zustandes, wo Gott in einem präsent ist oder das Göttliche in einem präsent ist. Und das war auch wieder eine Erfahrung, dass man mit dem Erwecken des Spirits und mit der Kundalini, die oben am Scheitel spürbar und in den Händen spürbar wird, dass da so viel möglich ist und dass plötzlich das, was ich am Theater so sehr wollte, nämlich etwas hergeben oder etwas teilen, tatsächlich passiert. Die Reaktionen waren dann auch sehr schön und es ist ein Prozess, der dann immer stärker wurde. Ich habe am Volkstheater aufgehört, weil ich da immer noch unglücklich war. Und wollte eigentlich ganz mit dem Theater aufhören, weil ich mir gedacht habe, das geht nicht. Ich kann das auch nicht verbinden. Das normale Theater ist so eine andere Welt zu Sahaja Yoga, das lässt sich nicht verbinden. Ich kam dann nach Kärnten zu den Komödienspielen Porzia und plötzlich war da alles da. Da war ein Regisseur, ein Intendant, der uns Schauspielern vertraut hat und wir mussten ganz einfach selber agieren. Und das war nicht die größte Kunst oder die höchste Kunst, aber es war pure Freude und da habe ich wirklich wieder begonnen, Theater zu spielen, Freude am Spielen zu haben und das mit Sarj Yoga auch verbinden können.